Hallo ihr Lieben, ich habe mich gerade mit einem Feuchttuch ein bisschen gewaschen nach dem Spaziergang, dass ich noch ein bisschen extra nass gemacht habe, einfach weil ich total verschwitzt hier angekommen bin und ich muss was trinken. Ich weiß, ich verbrauche sehr viel Plastikmüll. Ich habe keine andere Lösung dafür, weil Glasflaschen sind ehrlich gesagt zu schwer zum Wandern mitzunehmen. Auch in die Arbeit, also alles, wo man von A nach B schleppen muss. Noch dazu, wenn es heiß ist, will man noch nicht so viel schleppen. Und noch dazu, ich glaube, die haben hier auch bei den Glasflaschen, falls überhaupt es Glasflaschen gibt mit Limo ohne Zucker, was ich nicht mal glaube, dann sind die auch nicht unbedingt Mehrweg. Es gibt einfach in Spanien nicht dieses Mehrwegsystem, das wir in Deutschland haben. So, ja. Ich bin wieder mal am Überlegen, ob ich meine Planung komplett umstelle, weil es so immer noch nicht funktioniert. Man merkt, dass es nicht funktioniert, wenn man es nicht benutzt. Und ich schreibe mir das dann immer hier auf und dann benutze ich es nicht. Das heißt, es funktioniert so nicht. Also, wie könnte es besser funktionieren? Ich habe jetzt hier die Option gehabt, ja, schön ein Aufkleber pro Projekt und auf jeder Seite eine andere Serie. Das funktioniert also nicht. Also, was könnte stattdessen funktionieren? Liegt es am Ordner? Muss ich eher den Kalender benutzen, obwohl ich da, naja, eigentlich will ich da nichts rausreißen, aber in dem Sinne, ich habe ja die hier auch nicht benutzt, obwohl ich da persönliche motivierende Fotosticker drin habe. Aber wenn ich es nicht benutze, was nützt mir das dann, dass das schön ist? Also, so nicht. Dann, wie kann man es noch anders machen? Ich könnte, was ich schon oft gemacht habe, die To-Dos für einen Tag aufschreiben. Macht auch Sinn, weil dann kann man einfach das, was übrig geblieben ist, auf den nächsten Tag übertragen. Und ich kann zum Beispiel auch sehen, aha, ich habe eine ganze Seite voller To-Dos für heute aufgeschrieben. Unwahrscheinlich, dass ich das alles schaffe. Also brauche ich für den heutigen Tag schon gar nichts mehr aufschreiben. Wenn ich also jetzt irgendwas Wichtiges habe, was heute gemacht werden muss, dann muss ich was anderes von heute auf morgen verschieben. Die hier, also zumindest diese Teile mit den Fotos, will ich aufheben. Zwei Fotos habe ich mir schon aufgehoben. Ich werde die dann noch ausschneiden und ja, dann irgendwo wieder einkleben, weil die sind einfach so schön, diese Fotosticker. Ich habe überlegt, es gibt ja so, ja, was sind die? Kreditkarten-Mäppchen oder so. Oder es gibt auch ansonsten so Einlege, Einsteckteile, also so Folien, die man hier einstecken kann, wo man Kreditkarten oder irgendwas reinstecken kann. Sowas wäre eigentlich ganz gut, weil wenn ich eine Aufgabe nicht erledigt habe, dann muss ich sie nicht auf der Seite durchstreichen und auf der anderen nochmal hinschreiben, also alles übertragen, sondern ich kann einfach die Karte rausziehen. Und ich habe, glaube ich, noch Karten. Muss mal gucken. Also so Karteikarten. Und dann kann ich die Karte rausziehen und auf den nächstmöglichen Termin stecken, wo ich es machen kann. Dann wird es einfach nur verschoben, einfach weil mir die Zeit gefehlt hat. Ja. Da. Jetzt muss ich nur rausfinden, ja, jetzt habe ich auf Amazon schon bestellt. Aber gut, ich glaube, das sind sowieso zwei verschiedene Päckchen, weil die an zwei verschiedenen Tagen kommen werden. Und zahle ich dann zweimal diese Versandkosten. Das ist auch blöd, aber ja gut.
Ist halt so. Gut. Also ich bestelle auf Amazon sowas mit so Folien. Und bis dahin habe ich als Zwischenlösung den Kalender. Und da mache ich einfach ja, ein schönes motivierendes Foto und einen Aufkleber. Und dann sind das die zwei wichtigsten Aufgaben des Tages. Und dann kommen die anderen schrittweise dazu. Und wo schreibe ich die hin, wo ich noch nicht weiß, ob ich die heute oder morgen mache? Schreibe ich die, schreibe ich in den Ordner. Genau, vom Ordner übertrage ich die dann hier rein und da werden sie dann erledigt. Okay. Also, erstmal ein motivierendes Foto. Ja, hier ist immer noch alles durcheinander. Es sammelt sich einfach das Zeug immer. Weil, ja, das ist im Prinzip mein Schreibtisch. Was habe ich hier noch? Nichts. Das schon irgendwann hin. Heute muss ich vor allem viel fürs Goethe-Institut lernen, weil das habe ich die ganze Woche über nicht geschafft. Und ich muss mir angewöhnen, dass ich das unter der Woche auch mache. Blödes Flugzeug, flieg weg. Ja, Millionen von Touristen jeden Monat. Davon lebt die Insel hauptsächlich. Und ansonsten natürlich von sowas Ähnliches wie Touristen. Leute, die hier überwintern. Oder die hier einfach Grundstücke kaufen, Häuser bauen oder Häuser mieten oder Wohnungen mieten. Also Immobilien und Hotellerie ist hier schon das Allerwichtigste. Und dann natürlich Sehenswürdigkeiten, also Loro-Parke und solche Dinge. Und ja, Souvenirs und Restaurants natürlich. Gastronomie. Ja, die Fluggesellschaften, die Schiffs, wie heißen die? Irgendwas mit Naverie? Nein. Schiffsgesellschaften, keine Ahnung. Also, ich will einen Aufkleber machen. Wo ist denn mein kleiner Drucker? Taschenlampe. Hotspot, Powerbank, Festplatte. Da muss ich hier erstmal gucken, auf der rechten Seite. Ich habe alle Türen offen und ich habe noch die Decken von heute Nacht am Fenster hängen lassen, damit ich ein bisschen mehr Schatten habe. Das bringt schon was, also es fühlt sich sehr angenehm an. Ich muss heute zum Waschsalon und zum Campingplatz zum Duschen. So. Hier haben wir Getränke, hier haben wir Feuchttücher, benutzter Waschlappen. Computer. Ah, da. Okay. Ich habe das Teil als erstes zur Hand genommen und dann vergessen, dass ich den Kalender draufgelegt habe. Okay, alles klar. So. Was will ich denn heute? Habe ich schon ein Foto von mir gemacht heute? Ich glaube nicht. Nehme ich eins von gestern. Wieso habe ich heute kein Foto von mir gemacht? Na, eins von meinem Auto habe ich gemacht. Ja, und das, wo ich aufgewacht bin, aber das ist jetzt nicht so doll. Entweder mein Frühstück. Bleibst du da oben? Mein Frühstück oder wo ich gestern mich in der Toilette gewaschen habe? Und welches habe ich denn gestern ausgedruckt von den beiden im Meer, über dem Meer?
Das ist direkt am Meer. Das ist über dem Meer. Das ist das linke. Dann nehme ich das rechte jetzt. Ich darf nicht vergessen, dass ich jeden Tag ein Foto von mir selbst mache. Genau da dafür. Und Sticker. Was möchte ich denn? Ein Herzchen mit gelben Punkten, warum auch immer. Und eine Katze, kann man immer brauchen. Und wie wäre es mit diesem Mandala? Aha, das sieht ja toll aus. Das ist transparent. Das ist jetzt hier links oben. Gut, dann drucken wir das aus. Ah, übrigens, das von gestern muss man löschen. Gut, gerade noch rechtzeitig aus der Druckerwarteschlange gelöscht. Sonst hätte mir das nochmal ausgedruckt. Das habe ich doch, oder? Mit dem Herzchen, was ich gestern gemacht habe. Ja, das ist das hier mit dem Frühstück mit der Tortilla Francesa. Also, wie mache ich das jetzt hier? Ich mache, was will ich heute machen? Und Prioritäten der Reihe nach. Was ist das Wichtigste? Welche Termine habe ich, die ich nicht vermeiden kann? Also Lernpartnerschaften, Unterricht oder Arbeit? Und ja, ganz klar. Also zuerst die Termine, weil das kann ich nicht verschieben. Dann die erste Priorität ist Goethe-Institut. Mindestens immer eine Stunde und dann wieder was anderes machen. Dann sowas wie Waschsalon und Dings. Waschsalon und Campingplatz. Muss auch sein, weil, ja, Wäsche waschen und duschen. Sehr schön. Sehr schön, sehr motivierend. Und da kann ich das jetzt schön aufschreiben. Mit dem wegradierbaren Stift. Wobei ich den hier nicht so gern mag wie das Original. Es gibt halt immer verschiedene Qualitäten. Am besten ist das Original und der heißt Friction. Friction removed by friction. Friction Ball Pilot. Pilot ist wahrscheinlich die Firma. Und der hier ist No Name, oder? Da geht auch die Schrift schon ab. Der ist einfach, das ist ein super billiger und der ist nicht so gut. Der andere ist auch so ein billiger. Aber den Friction Ball habe ich auch im Amazon-Link drin. Glaube ich. Muss ich nochmal nachschauen. Das kann ich mir unten reinschreiben bei so Dingen, die jetzt warten können. Amazon Affiliate. Der Friction Ball. Also es kann jetzt sein, dass ich das einen Monat lang verschiebe, weil es nicht so wichtig ist. Aber wenn das Video veröffentlicht ist, dann ist es auf jeden Fall schon in meinem Amazon-Link. So, die Termine heute, dazu schaue ich in den Google-Kalender. Ich will halt auf einen Blick sehen, einfach, was ich heute zu tun habe, tun möchte. Also es war einmal um 10 Uhr Laura, das ist schon erledigt. Dann habe ich um 14 Uhr Amina. Und dann um... Aber die Silvia hat gerade geschrieben, eventuell wird die Silvia auf morgen verschoben. Silvia wäre eigentlich um 15 Uhr, da habe ich nur 15 Minuten Pause dazwischen. Das heißt, ich muss entweder vorher nochmal hier ins Café gehen oder ich
fahre zum Einkaufszentrum, weil ich ja zum Waschsalon muss. Will ich den Waschsalon machen, während Unterricht ist, aber dann kann ich nicht die Wäsche rausräumen und in den Trockner tun. Der Unterricht dauert 45 Minuten. Dann mache ich das danach. Das heißt, ich gehe davor noch mal hier im Café auf Toilette. Das heißt, ich gehe um 13 Uhr spazieren. Und WC. Und um 15.15 Uhr nach der Konversation mit Silvia fahre ich zum Waschsalon und kann da auch aufs WC gehen. Und danach fahre ich zum Campingplatz, wenn ich Wäsche gewaschen habe. Das dürfte dann so 16.15 Uhr sein. Campingplatz duschen. Und am Abend, also danach halt, sagen wir mal, 17.15 Uhr fahre ich dann zum Hotel, zum Laden. Und da kann ich dann auf Toilette gehen. Und da Spaziergang auch. 17.30 Uhr Spaziergang. Eher vielleicht 18 Uhr wegen Sonnenuntergang. So, und jetzt die Zwischenzeiten. Jetzt ist 11.16 Uhr. Wahnsinn. Also ich habe schon ein Video aufgenommen für 365 Schritte. Das war 365.004 Footage. Und jetzt kommt dann Goethe eine Stunde. Das wäre dann bis 12.15 Uhr. Und dann um 12.15 Uhr die Videos überprüfen von Fiverr, die ich heute bekommen habe. Und die Uploads für Fiverr und die Audios, die ich per E-Mail bekommen habe. Und dann zwischen Amina und Silvia ist überhaupt kein Platz. Da kann ich dazwischen höchstens E-Mail, aber E-Mails habe ich schon. TikTok kann ich dazwischen machen. Das dauert nicht lang. Und eventuell Instagram. Also wirklich bloß eine Viertelstunde. Okay, und dann... Oh, scheiße, habe ich wenig Zeit. Und dann muss ich noch mal Goethe machen. Sind es nur 2 Stunden heute. Und dann habe ich noch nichts editiert, gell? Und noch keine Geschichten geschrieben. Mein Tag ist total vollgepackt. Irre. Ja, kein Wunder, dass ich immer nicht weiterkomme. Ein Glück, dass ich 4 Editoren und 9 Korrektoren habe. Die Designerin muss ich auch... schauen, ob die geschrieben hat. Design, E-Mail. Und dann noch dieses Stellenangebot von LinkedIn in der Schweiz. Okay, das war's, glaube ich, für heute. Aber am Abend kann ich noch was machen. Am Abend kann ich noch was machen. Ich werde ein Monas SUV-Reisen hochladen, ein paar einzelne nackt für woanders hochladen, ein nur nackt Vorschau nackt editieren und hochladen. Ja, mehr schaffe ich nicht. Mehr schaffe ich nicht. Es passt sowieso nichts mehr auf die Seite. Es ist voll. Gut. Jetzt schauen wir mal. Jetzt kommt Goethe. Gut. Schauen wir mal, ob das hier alles so auf diese Art funktioniert. Ich hoffe es. Drückt mir die Daumen. Ich will endlich... Oh, Wanderführer habe ich heute früh gemacht. Das war Frühstück. Spaziergang, Frühstück,
Wanderführer. Spaziergang, Frühstück. Wie? Wanderführer wird am Wasser. Genau. Gut, dann geht's los mit Goethe.